Einer der interessantesten Zyklen von bedeutenden Themen, die Peter Bruegel der Ältere, also der sogenannte Höllenbruegel oder Bauernbruegel, der Vater von Peter Bruegel dem Jüngeren, geschaffen hat, ist die Serie der Tugenden. Das waren 7 Blätter, gestochen 1559 bis 1560 von Philipp Galle, einem der hervorragendsten Kupferstecher in Antwerpen zu jener Zeit, und verlegt von Peter Bruegels Freund und erfahrenem Grafikverleger Hieronymus Kock, zeigt die 7 Tugenden. Von den 7 Tugenden haben wir 3 in der Ausstellung ausgestellt. Sie finden sie hier an der Wand nebeneinander. Das ist von links nach rechts die Caritas, also die Liebe, dann die Justitia, die Gerechtigkeit, und Fides, der Glaube. Schauen wir uns ein bisschen genauer das Blatt der Fides an, also des Glaubens. Was Peter Bruegel hier zeigt, ist eine Allegorie, aber eine unglaublich figurenreiche Allegorie, also ein Sinnbild dieser Tugend, bestehend aus einer kaum abzählbaren Menge von Figuren, und eine davon, und das ist schon mal die Aufgabe an den Betrachter, eine davon ist tatsächlich die Personifikation des Glaubens. Und die herauszufinden, führt jede Betrachterin und jeden Betrachter in das Blatt und in seinen Inhalt hinein. Wenn man sich das genau anschaut, dann sieht man hier im Zentrum vor der zentralen Säule und den Passionswerkzeugen, also den Leidenswerkzeugen Christi, stehen eine weibliche Figur mit den Gesetzestafeln auf dem Kopf und mit der Bibel in der Hand. Und auf der Bibel sitzt die Taube des Heiligen Geistes. Sie ist also kaum zu unterscheiden, diese Figur, von den vielen anderen Figuren, die einfach Gläubige sind, die in einer Kirche an den Sakramenten teilhaben, an der Beichte, der Taufe, der Hochzeit im Vordergrund. Und das ist, nimmt ganz großen Platz ein in diesem Blatt, die der Predigt lauschen. Das Ganze, könnte man sagen, ist so ein typisches Wimmelbild Peter Bruegels, aber in dieser Phase hat Peter Bruegel seine Wimmelbilder geradezu geometrisch, streng gegliedert, in diesem Fall diagonal durch die Säulenstellung innerhalb dieser Kirche. Links geht es etwas luftiger zu, da sind die verschiedenen Sakramente räumlich verteilt. Rechts dann hat man eine große Menge, dicht gedrängte Menge von Zuhörenden, die der Predigt lauschen. Links sind uns die Figuren zugewandt. Sie kommen aus der Tiefe des Raumes nach vorne, insbesondere eben zu dieser Eheschließung, die im Vordergrund stattfindet. Rechts sehen wir die meisten Figuren von hinten als anonyme, ja, geradezu geometrische Körper, Kegel, die bekleidet sind und die in ihrer Haltung und Kleidung aber die unterschiedlichsten Stände und Charaktere darstellen. Und das ist natürlich eine große künstlerische Leistung von Peter Bruegel, selbst in vollständig gekleideten Rückenfiguren Stand und Charakter darzustellen. Jetzt befinden wir uns im Studiensaal des Kupferstichkabinetts. Also dort, wo die grafischen Werke, die Druckgrafik und die Handzeichnungen von Peter Bruegel hier im Museum aufbewahrt werden und wo sie auch zugänglich gemacht werden können, wenn sie nicht ausgestellt sind. Und hier können wir sehen, in welchem Zusammenhang der Zyklus der Tugenden im Werk von Peter Bruegel dem Älteren steht. Und zwar künstlerisch und inhaltlich. Denn die Tugenden waren, wenn man so will, ein Sequel der vorangehenden, sehr erfolgreichen Grafikserie.
Und die stellte die Laster dar, die Todsünden. Ebenfalls sieben Blätter, die sieben Todsünden. Dafür haben wir hier ein Beispiel, nämlich Ira, der Zorn. Und wir sehen, dass Peter Bruegel ein Künstler war, der gleichzeitig über ganz unterschiedliche Stilebenen verfügte. Wenn wir uns erinnern an den Glauben Fides, dann ist das ja eine Szene, die geradezu geometrisch klar gegliedert ist. Hier beim Zorn, ein Jahr vorher entstanden, 1558, und das können Sie in der Signatur dieses Stiches lesen, also ein Jahr zuvor, hatte Peter Bruegel die Vorlage geschaffen für den Stich der Ira, ausgeführt von Peter van der Heyden, wiederum im Auftrag von Hieronymus Kock als Verleger. Und hier sehen wir Peter Bruegel einerseits in seiner Funktion als neuer Hieronymus Bosch. Und als solcher betrat er ja die künstlerische Szene und wurde als ein Wiedergänger oder wiederauferstandener Hieronymus Bosch gepriesen, also mit diesem fantastischen Mischwesen aus Ungeheuer und Menschen, die die Szene bevölkern, mit eierartigen, surrealistischen Gehäusen und so weiter und so fort, wie wir es etwa aus dem Garten der Lüste von Hieronymus Bosch kennen. Also alles andere als diese festgefügte Komposition, die wir dann in dem folgenden Blatt der Fides sehen. Und wir sehen aber auch, dass er die unglaublich grausamen und bestialischen Szenen, mit denen er die Todsünde des Zorns illustriert, dann doch durch bestimmte Motive auch miteinander verkettet, so dass eine Art Kreislauf entsteht, ne? So eine Art Oval, in dem diese Folge von Grausamkeiten, von Brutalitäten, Bestialitäten sich selber immer weiter vorzeugt und steigert. Wir sehen einen Menschen, der da am Spieß gebraten wird, ein Liebespaar, das gekocht wird. Vor allem aber sehen wir, dass Peter Bruegel den Zorn und die Folgen des Zorns bezieht auf den Krieg. Denn Uniformierte und Truppen, militärische Truppen spielen hier die Hauptrolle. Sie brechen hervor aus einem Zelt, wie es etwa in Feldlagern aufgeschlagen wurde, flankiert von so einer Deckung, einer fahrbaren Deckung. Man könnte also etwa an die Belagerung einer Stadt denken oder dem Angriff auf eine Stadt. Und unter den Figuren, die mordend und brandschatzend hervorbrechen, ist eine Figur, die dann tatsächlich auch wiederum die Personifikation dieses Lasters ist, eben des Zorns, nämlich diese gerüstete Figur mit Schwert und Fackel. Also mordend und brandschatzend zieht sie durch die Lande. Und diese Lande sind, so muss man das auffassen, sind das Flandern von Bruegels Zeit. Also er nimmt hier ein Inferno voraus, das dann auch wenige Jahre danach im niederländischen Aufstand tatsächlich losbrach. Nach dem Blick auf den Vorgängerzyklus der Todsünden am Beispiel der Ira, des Zorns, kehren wir wieder zurück zum Zyklus der Tugenden. Also nach der Gewalt, nach der Bestialität des Zorns, kommen wir in die geordnete Welt der Gerechtigkeit, der Justitia, zumindest der scheinbar geordneten Welt der Justitia. Und auch hier, ebenso wie bei der Allegorie des Glaubens, haben wir eine ungeheuer erfolgreiche Szene, in deren Zentrum bei näherer Betrachtung die Personifikation der Gerechtigkeit
auszumachen ist. Sie steht hier auf einem Block mit einem Ring daran, also einem Schandblock, auf den Delinquenten angekettet wurden mit der Unterschrift Justitia. Und dort sehen wir eben diese bekannte Personifikation der Gerechtigkeit mit den verbundenen Augen, das Unparteiische der Gerechtigkeit andeutet, und mit Schwert und Waage hier im Zentrum. Umgeben ja von einer Welt der Gerechtigkeit, die bei genauer Betrachtung dann aber gar nicht weniger grausam ist als die Welt des Zorns, die wir zuvor betrachtet haben, nur dass sie ähnlich wie in der Allegorie des Glaubens künstlerisch streng geordnet sich vom Vordergrund bis in die Tiefe erstreckt. Und schon im äußersten Vordergrund dieses Blattes sehen wir eine Szene äußerster Brutalität, äußerster Gemeinheit, nämlich einen Menschen, der gefoltert wird, dem eine Flüssigkeit über einen Trichter eingeflößt wird, der gepeinigt wird mit heißem Wachs und dann noch auf einer Streckbank liegt. Und so geht es in einem fort bis in den Hintergrund, wo ein Scheiterhaufen brennt, ein Mensch verbrannt wird, wo Galgen stehen und Räder für die Überreste der zu Tode gebrachten aufgepflanzt sind. Im Mittelgrund wird ein Mann mit Ruten geschlagen, und interessanterweise betont Breugel, dass diese Brutalität, es gibt überhaupt keine Milde der Justiz in diesem Blatt, es gibt auch niemand, der Recht bekommt, sondern es wird nur brutal gestraft. Und Breugel betont, das ist ganz interessant und das ist sicherlich auch eine Anspielung auf die Justiz seiner Zeit, die er in Antwerpen um 1560 erlebte, dass das Ganze nach bürokratischer Manier vor sich geht. Überall gibt es Schreiber, die also Buch darüber führen, über diese brutalen Strafen und über die Delinquenten. Und es gibt eine Anspielung oder verschiedene Anspielungen, die uns vermuten lassen, dass Peter Breugel hier insbesondere mit diesen brutalen Strafen anspielt auf die Unterdrückung reformierter Regungen im katholisch dominierten, in den katholisch dominierten spanischen Niederlanden. Das kann man zum Beispiel schließen daraus, dass er dort eine Verbrennung zeigt, und das war eine Strafe, die tatsächlich Ketzern vorbehalten war. Und ganz links oben zum Beispiel sehen wir ein Kreuz und zu Füßen des Kreuzes zwei betende Figuren. Man könnte denken, Maria und Johannes, dann wäre das ja die Kreuzigung Christi, die in eine Reihe gestellt wird mit dem Zu-Tode-Bringen von anderen Delinquenten. Also es wäre ein Martyrium im christlichen Sinne, was sich dort auch abspielt. Und wenn wir in dem Zusammenhang uns den Reiterzug, der zur Richtstätte führt, anschauen, dann denken wir unmittelbar an das Gemälde, was den Mittelpunkt dieser Ausstellung bildet, nämlich die Kreuztragung Christi von Peter Breugel, dem Jüngeren. Also, wir kommen um die Erkenntnis gar nicht herum, dass hier von Peter Breugel versteckte Kritik an der Justiz seiner Zeit, an der Unterdrückung reformierter Tendenzen in den katholisch-spanischen Niederlanden untergebracht wird.